Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Mittwoch, den 16. März. Der Hund des Erichshageners, Dieter Suchan, hat sich beim Gassigehen am Musriedesee die Schnauze verletzt. Nachdem er am Rand eines Feldweges gebuddelt hatte, bildeten sich offene Wunden rund um seine Nase. Mögliche Ursache? Dort befinden sich Reste industrieller Altlasten, die bis in die 60er Jahre auf die heutige Musriedesee-Halbinsel gebracht wurden. 11 Tage nach ihrer Wahl zur neuen Bürgermeisterin der Samtgemeinde Marklohe tritt Dr. Inge Bass-Kämmerer am Donnerstag ihren Dienst im Rathaus in Lemke an. Im Hake-Interview blickt die 57-Jährige auf die kurze Zeit zwischen Wahlerfolg und Amtsantritt und wagt einen Blick voraus. Die Betreuung in den Kindergärten und Krippen der Samtgemeinde Mittelweser wird ab 1. August teurer. In den Kindergärten soll der Elternbetrag um 15% von 20 auf 23 Euro pro Stunde und in den Krippen um 10% von 25 auf 27,50 Euro pro Stunde angehoben werden. Das hat der Kindergartenausschuss der Samtgemeinde Mittelweser Montagabend beschlossen. Das Problem? In Husum fehlen Krippenplätze. Einige Kinder müssen nach Esdorf und Landesbergen. 130 Kräfte waren am Montagabend im Einsatz bei einem Brand im Chemiewerk Oxinova in Steyrberg. Eine technische Störung hatte zu einem Brand in einem der Schaltschränke geführt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es von Seiten der Feuerwehr und des Unternehmens. Die Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden, das Unternehmen geht aber davon aus, dass die erforderlichen Reparaturen in wenigen Tagen ausgeführt werden können. Der Stolzenauer Kindergarten Pusteblume könnte schon bald eine Außenstelle im Siedlerhof auf dem ehemaligen Kasernengelände bekommen. Das Thema wurde am Montagabend im Kindergartenausschuss der Samtgemeinde Mittelweser beraten. Würde hingegen für eine andere denkbare Variante der alte Container am Kindergarten Die Arche abgebaut, fehlte dort dann ein abgeschlossener Bewegungsraum. Benötigt wird jedoch so schnell wie möglich eine Kleingruppe in der Pusteblume. 3 Alternativen gibt es: Anbau, Umbau oder Anmietung. Entscheiden muss letztendlich die Gemeinde Stolzenau, die auch für die Kosten aufkommen muss. Zum Sport. Nostalgie pur. Der Nienburger TC wurde 1928 gegründet, nun verschwindet er von der Bildfläche aufgrund der Verschmelzung mit dem TKW Nienburg. Dieser Schritt soll der Nienburger Tennisszene wieder auf die Sprünge helfen und neue Möglichkeiten schaffen. Die Landesliga-Volleyballerinnen des VC Nienburg haben am letzten Spieltag bei der SSG Algermissen mit 1:3 verloren und steigen damit direkt ab. Vor dem Spiel belegten die Nienburgerinnen noch den Relegationsplatz. Eine Portion Wehmut spielte ebenfalls mit. Trainerin Julie Mota wurde verabschiedet und die langjährige Mannschaftsführerin Martina Neubauer beendet ihre Volleyballkarriere. Beim 10-Kilometer-Lauf in Meppen stellte Nicole Krinke von der JG Eule wieder einmal ihre Klasse unter Beweis. Nach genau 38 Minuten überquerte sie bei den Landesmeisterschaften in der Frauenhauptklasse als erste die Ziellinie. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Mittwoch oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.